Wie wirkt das Gift der Hornotter? Dieser Frage gehen wir in diesem Video auf den Grund. Viel Spaß! Wenn euch meine Themen interessieren, abonniert meinen YouTube-Kanal. Hier gibt's jede Woche neue Videos über Biologie, giftige Tiere, Pflanzen, Exkursionen in der freien Natur und so weiter. Gleichzeitig rechts unten die Glocke aktivieren, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Die Hornotter wird vielfach als die giftigste Festlandschlange Europas bezeichnet. Und das hat auch einen Grund, denn ihr Gift ist tatsächlich ziemlich wirksam. Ein Biss von einer Hornotter geht im Normalfall glimpflich aus. Das bedeutet, bei adäquater medizinischer Behandlung kommt es weder zu Komplikationen noch zu bleibenden Schäden. Also im Normalfall überlebt man sowas auch. Ja. Das ist aber kein Grund jetzt, diese Schlange zu verharmlosen. Denn wie gesagt, das Gift der Hornotter ist ziemlich wirksam. Es greift hauptsächlich das Blut- und Gefäßsystem an, wirkt aber auch neurotoxisch. Typische Symptome, die durch den Biss einer Hornotter hervorgerufen werden, sind in erster Linie lokale Rötungen und Schwellungen sowie ziemlich krasse Schmerzen. Es können aber auch neurotoxische Gifteffekte zustande kommen, wie zum Beispiel Atembeschwerden oder Lähmungserscheinungen. Weitere systemische Reaktionen sind Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüche, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall. Ja, also alles in allem etwas, worauf man schon verzichten kann, ja, oder auch gerne verzichten möchte. Welche Bestandteile verursachen nun diese Gifteffekte? Nun, die wichtigsten Komponenten des Giftes einer Hornotter sind in erster Linie Phospholipasen A2, Metalloproteasen und Serinproteasen. Fangen wir bei den Serinproteasen an. Diese Serinproteasen sind hauptsächlich dafür bekannt, dass sie mit der Blutgerinnung interagieren, in diese eingreifen und diese in der Regel unterbinden. Und genau das macht das Gift der Hornotter. Es unterbindet die Blutgerinnung. Sogenannte Disintegrine im Gift der Schlange verhindern eine Aggregation der Thrombozyten. Die Thrombozyten, ja, das sind solche Blutblättchen und die benötigen wir, um eine Wunde, ja, zu schließen. Also diese Blutblättchen lagern sich dann so zusammen und vernetzen sich so und verschließen dann die Wunde. Und wenn diese Aggregation, also diese Zusammenlagerung dieser Blutblättchen jetzt verhindert ist, ist die Blutgerinnung eingeschränkt. Andere Komponenten aus dem Gift der Schlange verbinden sich mit Blutgerinnungsfaktoren. Die Blutgerinnungsfaktoren sind auch Moleküle, die die Blutgerinnung herbeiführen sollten. Und wenn diese Blutgerinnungsfaktoren jetzt, ja, eingeschränkt sind in ihrer Aktivität, ist die Blutgerinnung nochmal weiter eingeschränkt. Dann haben wir die Metalloproteasen im Gift der Schlange und die sind normalerweise dafür zuständig, die Blutgefäßwände zu perforieren, indem sie die Basalmembran der Blutgefäßwände zerstören. Dadurch, ja, ist im Gewebe kein Zusammenhalt mehr und das führt dann dazu, dass die Blutgefäßwände perforiert werden und das Blut in den Raum außerhalb der Blutgefäßwände austritt. Und dann haben wir natürlich die Phospholipasen A2, die sind sehr wichtig und die findet man in vielen verschiedenen Schlangengiften und auch in anderen Tiergiften. Amodytin L, das ist eine myotoxische Phospholipase A2, das bedeutet, sie greift die Muskelzellen an. Eine der wichtigsten Komponenten im Gift der Hornotter ist allerdings das Amodytoxin. Das Amodytoxin ist eine neurotoxische Phospholipase, und zwar, um genauer zu sein, eine präsynaptisch neurotoxische Phospholipase.
Das bedeutet, sie wirkt an der Präsynapse, ja, also an der signalisierenden Nervenzelle, und dort verhindert sie die Freisetzung von Neurotransmittern. Also es verhindert, dass die Nervenzellen ihre Signale weiterleiten können. Und das führt dann zu einer Lähmung. Also für die kleinen Streber da draußen habe ich jetzt noch was herausgesucht, und zwar eine neue wissenschaftliche Arbeit. Und bei dieser Arbeit hat man an den Mitochondrien einen Rezeptor ausfindig gemacht. Und dieser Rezeptor trägt den Namen R25. R25 ist eine Untereinheit der Cytochrom-C-Oxidase, und die Cytochrom-C-Oxidase ist ein wichtiger Bestandteil der Atmungskette in den Mitochondrien. Ja, wir kennen der typische alte Schulsatz: die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen, ja, und diese Kraft generieren die Mitochondrien, indem sie ATP, sprich Adenosintriphosphat, regenerieren. Adenosintriphosphat ist ein wichtiges Molekül, das wird dann gespalten, dann wird Energie frei, und diese Energie benutzt die Zelle für vielerlei Vorgänge. So, durch die Bindung von Amodytoxin an diesem Rezeptor scheint die Atmungskette beeinträchtigt zu sein, und das führt dann möglicherweise zu einem Mangel an ATP in der Präsynapse, und dadurch können offensichtlich diese Neurotransmitter nicht mehr ausgeschüttet werden. Wie dieser Vorgang allerdings genau funktioniert, ja, das ist noch nicht zu 100% geklärt, also da wird noch geforscht. Abgesehen davon wirkt Amodytoxin auch noch hemmend auf die Blutgerinnung, indem es den Blutgerinnungsfaktor 10a bindet. Ja, und also dadurch kann die Blutgerinnung nicht mehr ausgelöst werden. So, jetzt habe ich euch mit jeder Menge Fachbegriffe erschlagen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu brutal. Also sehr stark vereinfacht können wir das zusammenfassend so ausdrücken: Das Gift der Hornotter unterbindet einerseits die Blutgerinnung, dann zerstört es die Blutgefäßwände und auch andere Körperzellen, und zudem wirkt es neurotoxisch, das heißt, es verhindert die Weiterleitung von Signalen im Nervensystem, und dadurch ruft es noch eine Lähmung hervor. Ja? Also dieses Gift greift den Körper von mehreren verschiedenen Seiten an, und das merkt man auch, wenn man zum Beispiel beobachtet, wie eine Hornotter ein Beutetier ergreift. Ja? Oder die Hornotter ergreift es nicht, sie beißt einmal kurz zu, lässt dann wieder los. Ja, weil meistens ist es eine Maus, und diese Maus, die stirbt innerhalb von 10 bis 30 Sekunden. Also dieses Gift ist wirklich verdammt wirksam, und es wirkt verdammt schnell. So, ich hoffe, damit habe ich diese Frage jetzt einigermaßen verständlich beantwortet. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare, und ich werde sie so gut es geht beantworten. Wenn euch dieses Thema genauer interessiert, schaut euch die Videobeschreibung an. Dort habe ich die ganzen Quellen angegeben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen könnt. Und wenn euch meine Themen interessieren und ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt und aktiviert rechts unten die Glocke, damit ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen werdet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!